Varol Tasar, ganz herzlichen Glückwunsch. Erstmal Startelf, erstes Goal und auch noch ein Sieg. Wie fühlt sich das an? Ja, es fühlt sich gut an. Also zum ersten Mal von Anfang an gespielt zu haben und gerade das Tor geschossen zu haben. Und ja, gegen den Tabellenführer gewonnen zu haben, ist halt ein einzigartiges Gefühl für mich. Wie hast du die Szene erlebt, die zu deinem Goal geführt hat? Ja, ich wäre, glaube ich, zum Ball gekommen. Dann ist der Verteidiger sich, dann hat der Patrick Rosini geschossen. Und vom Torwart halt der Abprall habe ich halt reingemacht. Gesamt hat bisher alle Auswärtsspiele gewonnen. Was haben wir heute besser gemacht, um uns den Sieg zu verdienen? Wir haben uns gut die ganze Woche vorbereitet für das Spiel. Und ja, von Anfang an die Siegermentalität gezeigt. Und ja, im Endeffekt hat es halt dann geklappt mit dem Sieg. Perfekt, danke vielmals, geniess es! Aktuell, kompakt, informativ. Der brack.ch Fußballflash. Alle Highlights, alle Resultate, die schönsten Goal von der Super- und Challenge League. Immer am Sonntag nach den News auf Tele M1. Marin Kyrendic, ganz herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ich habe heute absolut nichts beanstanden. Und du? Ja, es war eine tadellose Leistung der Mannschaft. Wir haben gekämpft, wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben die Räume, die Xamax uns geboten hat, effizient ausgenutzt. Wir haben sicher auch im Spiel müssen dagegen haben und auch das nötige Glück heute auf unserer Seite gehabt und verdient letztlich auch die 3 Punkte geholt. Absolut. Man hat heute echt ziemlich verwandelt den FCA gesehen im Gegensatz zu den letzten 2-3 Spielen. Defensiv sehr konzentriert, offensiv abgeklärt, auch effizient, giftig. Was hast du deinen Mann mitgegeben vor dem Spiel heute? Ja, ich denke jetzt, ich sehe seit jetzt mit dem Spiel heute seit 3-4 Matches sehe ich eine Mannschaft auf dem Platz mit den vor allem neuen Spielern, jetzt, die dazugekommen sind. Ja, wie ein Neubeginn. Die Mannschaft musste ein bisschen zu sich finden. Wir hatten schon in den letzten Matchen Stabilität in der Defensive. Heute haben wir jetzt einfach nochmal das Schaffen, das wir in den letzten Wochen auch nach vorne gemacht haben, haben wir auch können umsetzen. Und ich denke, wir sind auch belohnt worden. Ich bin sehr zufrieden, dass wir hinten wieder dicht gehabt haben und nach vorne auch die 2 Goal gemacht haben. In der zweiten Halbzeit haben der gegnerische Trainer und du müssen auf die Tribüne, nachdem es ein bisschen Rudelbildung gegeben hat. Was ist passiert? Ja, da hat es ein Foul an der Seitenlinie gegeben und ich habe die erste Aktion vom gegnerischen Spieler, wo unser Spieler auf Füße gestanden ist, habe ich eine Tätigkeit gesehen. Und dann gerade kurz darauf ist ein anderer Spieler oder der gleiche an Marco Thaler an Hals. Marco hat blutet und ich habe mich vor die Spieler gestellt und wollte meine Spieler schützen. Ja, leider war es dann so, dass wir beide auf die Tribüne müssen. Danke vielmals. Merci.